Max. Ja. Wir sitzen wieder mal auf der Kutsche. Wie immer. Wie immer. Und was sagst du, wie sind so die ersten Vorstellungen gelaufen? Super. Natürlich in der Probe holprig, aber jetzt läuft's. Ja, ich finde auch. Also, was mir besonders gut gefällt, ist einfach der Zusammenhalt im Team. Man versteht sich gut, jeder hilft jedem. Ja, und nicht jeder. Ja. Du ab und zu mal nicht. Ja, dir ist nicht mehr zu helfen. Ja, das sowieso. Ja, aber trotzdem, weißt du, warum ich da so gern mitspiele? Warum? Die Kinderaugen. Wenn ich die Kinderaugen sehe, wie die mit Begeisterung diese Geschichte leben. Und wenn sie dann bei der Autogrammstunde sich immer noch fragen, ja, ist der wirklich immer so dick zum Beispiel wie du? Ja, ja. Aber man sieht es ja hier, er ist im echten Leben mein Bauch schon ist echt, wesentlich dünner. Ja, mein Bauch ist echt falsch. Ja, genau. Obwohl er the real Max Hartl ist. Real Hartl Max. The real Hartl Max. Genau. Ganz und, wichtig. Und du bist Beruf Lehrer, oder? Ja, genau. Wie hast du es als Lehrer eigentlich hierher geschafft? Das frage ich mich heute noch. Und was bringt der Lehrer zu diesem Stück so? Also, ich war schon immer von Karl May begeistert und habe dann beim letzten Kroatien-Aufenthalt, beziehungsweise beim ersten, das war vor 10 Jahren, dachte mir, irgendwie schaut es ja aus wie in einem Karl May-Film. Und dann habe ich wieder meine Liebe zu Karl May entdeckt und vor ein paar Jahren hieß es dann, es werden Komparsen gesucht. Und dann war ich bei der ersten Show dabei, bei der zweiten Show und jetzt bei der dritten Show sind wir beide zusammen. Ja, macht es dann noch Spaß mit mir? Natürlich, natürlich. Der Mann kann lügen, ohne mit der Wimper zu ziehen. Sie ist nicht, wie der Balken sich biegt. Ja. und was fandest du bis jetzt so ganz besonders vom Stücken her, irgendwas besonders Lustiges, was dir einfällt, was ich nicht mitbekommen habe? Also was du nicht mitbekommen hast? Das ist schwierig. Weil wir sind ja immer zusammen, weißt du? Ja, das ist du das. Gehst da kaum einen Schritt ohne mich und umgekehrt. Genau, du kannst dich mit mir auch nicht ohne mich. Genau, also was mir spontan einfällt, ist, wie es dir mal gar nicht so gut gegangen ist und du trotzdem gespielt hast. Man hat es nicht gemerkt, das fand ich super. Das ist ein richtiger Westmann halt. Ja, genau. Also es ist gar nicht. Also für mich ist es immer besonders spannend, wenn es darum geht, auf der Bühne aufs Pferd zu steigen. Mit meinen locker 110 Kilo, die ich zurzeit habe. Jetzt bin ich nur lang, sondern auch etwas fülliger. Und das Moment, ist das Moment. Echt, ich bin ja, du schaust so aus, aber ich bin's. Und das ist dann, es soll ja so ausschauen, wie wenn wir schon nichts anderes tun, als ewig aufs Pferd zu steigen. Und als ich das erste Mal raufgestiegen bin, ist mir der Sattel entgegengekommen. Das war für mich so ein Heilerlebnis. Das passiert jeden Mal, also von daher. Ja, aber das ist schon immer dieser spannende Augenblick. Es ist gar nicht so, wie du Text vergisst, weil bei dir ist so eher das Textliche, oder? Ja, die Herausforderung. Die Herausforderung des Spielen des Textes. Ja. Dass es so ist, wie nicht gelernt, sondern ob es wirklich so im Moment einfach kommt. Genau. Und kommt der Text, kommt er nicht. Kommt er morgen, kommt er heute. Genau. Und wir können dann improvisieren. Ja, wir zwei haben ein bisschen die Freiheiten, das stimmt schon. Genau, wir haben sozusagen Narrenfreiheit. Wieso? Ich bin der Narr, du die Freiheit? Ja, so hätte ich das gesagt gehabt. Du mehr Narr, ich mehr Freiheit. Und ab und zu mal andersrum. Gelegentlich. Genau. Und was freust du dich auf die kommenden Events schon oder kommende Aufführungen? Was ist das Besondere, wo wir beide uns darauf freuen können eigentlich? Das tägliche Spielen eigentlich, gell? Ja, das macht einfach Riesenspaß. Auch mit den anderen Kollegen zu interagieren auf der Bühne, dass ich mit meinem Alter noch Westmann spielen darf und auf der Bühne herumreiten mit dir. Und dann, wenn wieder die Geysire kommen, die Explosionen, wie dann das Pferd reagiert, deins haut er immer ab. Ich bleib, solange ich hocken bleib, passt alles. Ja, also es ist auf jeden Fall was geboten für Jung und Alt. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Genau. Ist eine tolle Sache. Ja, auf alle Fälle. Und wirklich dann? Von was weiß ich, vom Kleinkinderalter an bis hinauf ins hohe Alter, ist für jeden was dabei. Denk dran, ein Mann wird bloß 7 Jahre alt, danach wächst das bloß. Ach so, du meinst geistig nur 7 Jahre. Ja. Bei dir geht's hin. Ja, waren es denn 6 Jahre bei dir? Nein, 7 Jahre, danach wächst man körperlich und dann wird das Spielzeug auch teurer. So kann man es sagen. Genau. Ja. Und worauf freust du dich immer? Außer natürlich, dass du mit mir spielen darfst. Auf das Essen. Aufs Essen, oder? Ja, ja. Stimmt, der muss dauernd essen. Dauernd sagt er immer essen, essen, essen. Naja, genau. Und deswegen, man sieht es ja jetzt nicht, aber auf der Bühne wird man sehen. Genau. Der hat einige Kilos auf den Rippen. Mal, muss man fairerweise sagen, er muss einen ziemlich großen Bauch tragen, damit er wirklich im Vergleich zu mir dick ausschaut. Weil so ein dünner Bauch hätte es da nicht gelangt. Ich bin auch irgendwo wahnsinnig. Ja. Es muss was sein hier. Ja. Und deswegen. Aber positiv wahnsinnig. Positiv wahnsinnig, natürlich. Ja, wahnsinnig schon, ja. Aber positiv. Und dann freuen wir uns erst recht jetzt auf die kommende Saison. Ja, die ja schon läuft. Natürlich läuft die schon. Genau. Ohne uns würde sie gar nicht laufen. Ja, das müssen wir jetzt die anderen fragen. Wahrscheinlich. Das fahren wir. Okay, und ich glaube, das reicht jetzt, oder? Ja. Also, bis die Tage. Howdy. Da lang, gell.
Howdy. Da. Da.